SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute. Glückliche Kommunikation ist das Beste, was es gibt. Dieser Satz stammt von dem Moderator und Buchautoren Roger Willemsen. Deswegen hoffe ich heute auf das Beste, nämlich auf glückliche Kommunikation. Denn Roger Willemsen ist heute zu Gast bei SWR 1 Leute. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Hübschen. Ich tue alles, was ich kann. Warum macht Kommunikation Sie glücklich? Weil eigentlich mein ganzes Leben aus Kommunikation besteht. Erstmal bin ich redselig. Zweitens finde ich, dass selbst ein Kuss, eine Berührung, ein Blick eine Form von Kommunikation darstellen. Selbst Musik, selbst die SWR spielt, ist, wenn man gut zuhört, Kommunikation. Wer ist der Erste, mit dem Sie sonntags morgens um 10 kommunizieren? Oh, ich bin es ganz alleine. Früher hatte ich meine Schildkröte, die antwortete mir durch das Aufsperren ihres Mauls, aber das war alles. Da ich unverheiratet bin und schwer vermittelbar, muss ich den Sonntagmorgen mit mir alleine ausmachen, es sei denn, ich gehe zu Herrn Hübschen. Oder einfach in die Zeitung schauen und dann mit der Zeitung sprechen. Geht ja zur Not auch. Ein anderes Zitat von Ihnen. Glück ist auch das Entdecken des guten Satzes. Deswegen versuchen wir jetzt mal ein paar gute Sätze auf die Reihe zu kriegen, um Sie persönlich ein bisschen näher kennenzulernen. Ich habe Halbsätze vorbereitet. Wunderbar. Die Sie bitte einfach dann ergänzen. Erster Satz. Ein Handy hat in meinem Leben keinen Platz, da es mich fesseln würde. Luxus ist für mich ein freier Tag. Roger Willemsen gilt als Intellektueller, weil die Menschen eine vage Vorstellung haben von dem, was intellektuell ist. Wüssten sie es besser, würden sie mich so nicht nennen. Ich bin nicht Deutschlands jüngster Germanistikprofessor geworden, weil mir das Leben dazwischen gekommen ist, ich das Reisen und das Schreiben und sogar das Lieben vorgezogen habe und daraufhin die Laufbahn eines Jungprofessors habe an den Nagel hängen müssen. Es geht auch ohne Führerschein, denn die Taxifahrer sind sehr interessante Persönlichkeiten mit vielen guten Geschichten und auch das Busfahren bringt einen auf liebenswerte Weise den Menschen näher. Eine gute Reise ist? Ist eine Reise nicht zu Sehenswürdigkeiten, sondern in Situationen, beispielsweise in eine Umarmung, in einen Duft, in eine Atmosphäre, in eine Erfahrung. Poesie am Sonntagvormittag. Ein Leben ohne Bücher wäre? Für mich sehr schwer vorstellbar, zumal wenn es um die eigenen Bücher geht. Denn das Schreiben von Büchern macht mir fast noch mehr Spaß als das Lesen. Meine größte Marotte ist? Redselig zu sein und das bis über die Ausmaße des für mich selbst Erträglichen hinaus. Da freuen wir uns auf schöne 2 Stunden hier. Ich gehe gerne mit dem Spazierstock durch die Wohnung, denn ich bilde mir dabei ein, ich sei in hochalpinen Geländen und hätte eine Chance, Edmund Stoiber beim Enzianpflücken zu erwischen. Freizeit kenne ich nur In sehr abgespeckter Form, denn ich liege nicht am Strand, ich bräune mich nicht und ich kann eigentlich Freizeit als solche nicht empfinden. Wenn sie frei ist, dann mache ich was Vernünftiges damit, bilde ich mir ein. Mein Berufswunsch als Kind war? Diener meines Vaters zu werden, denn ich stellte es mir außerordentlich schwer vor, eine Frau zu finden und einen Beruf. Der Beruf sollte Diener meines Vaters sein, die Frau sollte mir meine Mutter auswählen, jedenfalls vermittelte sie mir das Gefühl, das sei das Beste für mich. Zum Diener Ihres Vaters sind Sie nicht geworden, sondern zum Advokat eines anderen Fernsehens, denn auch so wurden Sie schon bezeichnet. Und wie es dazu kam, darüber sprechen wir gleich hier in SWR 1 Leute, heute mit Roger Willemsen. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute. Roger Willemsen ist zu Gast bei SWR 1 Leute, den wir aus Sendungen wie Willemsens Woche oder 0137 kennen. Im Jahr 2001 hat er sich als Moderator weitgehend aus dem Fernsehen zurückgezogen, um in erster Linie als Journalist und Schriftsteller zu arbeiten. Roger Willemsen, was war das erste Buch, was Sie in Ihrem Leben bewusst gelesen haben? Ich glaube, es müsste sowas sein wie Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Und das war auch eine gute Wahl. Denn das ist ein Buch, was sehr fantasieanregend ist. Und ich glaube, irgendwie bevölkert mich König Alfons der Viertel vor Zwölfte heute noch. Warum waren Bücher in Ihrer Kindheit wichtig? Weil wir kein Fernsehen hatten und weil ich meine schon genannte Redseligkeit damit therapierte, dass ich meiner Mutter beim Schneidern vorlas. Das heißt, meine Mutter musste, weil wir nicht sehr gut gestellt waren, unsere Klamotten zum Teil selber schneidern und ich las dabei. Obwohl Ihre Mutter eigentlich Sachverständige für ostasiatische Kunst war. Das wurde sie nach dem Tod meines Vaters, aber sie war vorher, weil sie Schulabbrecherin war durch den Krieg, war sie Schneiderin geworden. Bis zu welchem Lebensjahr haben Sie ihr vorgelesen? Also wie alt waren Sie selbst? Ich war 21, als ich das letzte Buch vorlas.
las. Und es half natürlich, dass ich erstens laut lesen konnte und dabei von meiner Mutter erklärt bekam, was ich sonst nicht verstanden hätte. Das Triebschicksal der Hauptpersonen und die Fremdwörter. Sie waren auch 21, als Sie Ihr Abitur gemacht haben. Das stimmt. Was lief schief in der Schule? Sehen Sie mal. Ich war von ungewöhnlicher Dummheit. Also ich bin zweimal hängen geblieben. Ich könnte jetzt alle möglichen mildernden Umstände ins Feld führen und sagen, alle drei Kinder blieben hängen, als mein Vater starb. Aber es gibt keine Entlastung dafür. Schnell gewachsen und der zerebrale Bereich ist, glaube ich, sehr unproportional gewachsen. Das heißt, bestimmte Dinge konnte ich gut, andere gar nicht. Die wurden mir zum Verhängnis. Ihr Vater starb, als Sie 15 waren. Also da hat sich dann Ihr Leben natürlich verändert. Wie war das vorher? Waren Bücher ein sehr entscheidender Punkt zu Hause? Wurde darauf Wert gelegt, auf Bildung? Wissen Sie, wir haben wirklich Glück gehabt, weil das war der einzige Reichtum, den meine Eltern anzubieten hatten. Das war eine große Bibliothek. Und wir kriegten irgendwie die Achtung vor dem Lesen und vor den Büchern insgesamt beigebracht. Und das hat mich geprägt. Das hat meiner Artikulation und wahrscheinlich auch der Fantasietätigkeit geholfen. Und Sie haben ja dann mit 21, wie gerade erfahren, auch das Abi dann endgültig geschafft. Haben dann studiert, Germanistik und Philosophie. Und unter anderem auch als Nachtwächter gearbeitet. In dieser Zeit sind Sie jemand, der mit wenig Schlaf auskommt? Ja, das musste ich in der Zeit, aber ich kann heute noch keinen Wecker hören, weil das immer noch das Geräusch ist, was mir diese Zeit in Erinnerung ruft. Und das war eine dramatische Zeit insofern, als es nicht bloß ein Job war, sondern ich machte das 2,5 Jahre lang und ich habe mal eine Leiche gefunden und ich habe mal Genscher fast verhaftet und es gibt viele Geschichten aus dieser Zeit. In Bonn bei einer Wach- und Schließgesellschaft, das heißt an 30 verschiedenen Stellen als Springer. Immer wenn jemand ausfiel, musste ich eingesetzt werden. Und Genscher hat was getan? Mir war gesagt worden, die FDP, die ich damals bewachte, sei leer. Und ich hörte jemand rumoren oben und zückte meine Taschenlampe und war bereit, den, der da oben rumorte, zu verhaften. Es war aber Genscher. Und sehr viel später hat Genscher dann mal in einem Interview mir gegenüber gesessen und gesagt, ich kenne Sie. Und dann habe ich gesagt, ich war mal Ihr Nachtwächter. Sie haben diesen Job in erster Linie gemacht, auch um lesen zu können. Wie viele Seiten haben Sie geschafft in diesen Nächten? Das kann ich ziemlich genau sagen. Ich glaube 400. Weil ich in einer Stunde knapp 50 las und man hat da einfach 12 bis 14 Stunden das machen müssen, sonst hätte sich das nicht gelohnt. Man verdiente 4,50 Mark in der Stunde und das war's. Dieser Job als Nachtwächter hat Sie nicht daran gehindert, Ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Sie haben dann promoviert und auch fast habilitiert, also haben Sie nicht ganz geschafft, haben wir gerade schon gehört, sondern das Leben kam Ihnen dazwischen, sind nach London ausgewandert für 3 Jahre, waren dort Korrespondent für verschiedene Zeitungen und dort wurden Sie dann von Premiere für die Talkshow 0137 entdeckt und das, obwohl Sie selbst sich mit diesem Medium Fernsehen nie beschäftigt hatten, selbst keinen Fernseher besessen haben, wie Sie gerade auch schon verraten haben. Was hat Sie daran gereizt, ins Fernsehen zu gehen? Ehrlich gesagt hat mich erst gar nichts gereizt, weil ich dachte, Fernsehen ist vom Teufel. Und ich hatte auch Angst, abhängig vom Fernsehen zu werden, als Betrachter vor allen Dingen. Deshalb hatte ich kein Fernsehen. Und ich habe dann den ersten Fernseher gekauft, als ich selber drin war, um mal zu sehen, wie das aussieht. Aber natürlich war die Möglichkeit, in einem breiteren Ausmaß zu wirken und sei es nur durch das Fragenstellen und Leute zu treffen, die ich immer treffen wollte, war in einer Situation, die nach 3 Jahren Schreibtätigkeit in London ziemlich einsam wurde, schon sehr verführerisch. Es wurden Ihnen dann die Haare geschnitten, es wurde eine neue Brille gekauft, es wurden einfarbige Hemden verordnet. Waren Sie bereit, sich fürs Fernsehen zu verbiegen? Das war gerade noch die Verbiegung, die möglich war. Also die randlose Brille sieht im Fernsehen nicht gut aus, wurde mir gesagt. Die Haare waren eigentlich ungefähr auf der Länge, die mir dann verpasst wurde. Und dann hieß es, wenn man jeden Tag eine Sendung macht, dann muss man ein Erkennungszeichen haben. Man kann nicht jeden Tag anders angezogen sein. Und dann habe ich gesagt, das Legerste ist eigentlich, man trägt nur ein Hemd. Und das ist es. Und eine Krawatte. Und das wurde dann für mich ausgesucht. Und damit konnte ich mich relativ gut abfinden. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute. SWR1 Leute. Heute mit dem Journalisten und Buchautoren Roger Willemsen. Warum behauptet Ihr Bruder manchmal, er sei ein Einzelkind? Mein Bruder ist Lehrer in der Nähe von Frankfurt und er hat Angst, dass er mit meinen Standpunkten konfrontiert wird. Und das versuchen seine Schüler immer wieder. Und wenn die dann fragen, haben Sie einen Bruder, der beim Fernsehen ist, dann sagt mein Bruder in der Tat, ich bin Einzelkind. Das ist ein bisschen peinlich anscheinend, was Sie zum Teil erzählen. Seit Herbst 2005 touren Sie mit einem eigenen Bühnenprogramm durch Deutschland mit dem Titel Und du so. In diesem Programm kokettieren Sie öffentlich mit dem Scheitern, erzählen Situationen aus Ihrem Leben, wo so einiges gründlich schiefgegangen ist. Was ist für Sie der Reiz des Scheiterns? Ich finde, das Scheitern macht insgesamt Menschen humaner. Es verbindet sie sehr viel mehr als die Einsamkeit von Triumphen, an die man sich kaum noch erinnern kann. Und insofern ähneln sich alle Menschen in der Art, wie sie Niederlagen entgegennehmen müssen. Und daraus kann man gute Witze machen.
Als Sie sich vom Fernsehen weitestgehend verabschiedet haben, haben Sie sich dann für die Bühne entschieden. Was treibt Sie auf die Bühne? Erstmal der Eros des Publikums, denn die sehr wachen Augen der Zuhörer, und ich habe das immer schon auch bei Büchern gemacht, dass ich Programme eher erzählt habe, als sie nur vorzulesen. Da ist das wirklich schön, von der Pantomime des Gegenübers geleitet zu werden und in diese Augen zu gucken und zu wissen, wann man langweilt und aufhören muss. Sie haben das gerade auch als Eros des Publikums bezeichnet. Kein Wunder, denn Sie sprechen ja auch über Ihre erotischen Erfahrungen in diesem Programm, über Ihre erotischen Debakel, besser gesagt. Verraten Sie uns das Schlimmste, was Ihnen passiert ist? Ich habe mal in relativ jungen Jahren vergessen, wo genau sich die Scham der Frau befindet. Und habe dann an der Frau im angezogenen Zustand herumgetastet und war dabei relativ glücklos. In welchem Bereich? Schon in der Zone, die richtig war. Also halten Sie mich nicht für völlig naiv. Ich hatte schon eine Ahnung, in welchem Gegend ich suchen musste. Aber in dem Augenblick halt hatte ich es gerade vergessen. Es ist eher eine Günther-Jauch-Situation, wo man sagt, ja, zu Hause ist immer so leicht. Aber jetzt liegen Sie da mal mit einer Frau hier und Sie wissen jetzt nicht mehr ganz genau. Die ist dann mit Harm dran jedenfalls zum Klo gegangen und nie wiedergekommen. Es hat aber keine gravierenden Folgen gehabt, denn mittlerweile gelten Sie als Frauentyp durchaus. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist? Das kann ich mir selber sehr schlecht erklären. Mich interessieren Frauen mehr, weil ich Männer durchsichtiger finde, weil ich selber einer bin. Und insofern starre ich in Frauen immer wieder mit großen, runden Konfirmandenaugen rein. Und vielleicht hilft das. Aber Frauen sind nun mal die besseren Menschen schon in der Hinsicht, dass sie die Leserinnen sind. 80% aller Leser sind Leserinnen. Und insofern komme ich auch aus diesem Grunde mit Frauen mehr in Berührung als mit Männern. In Berührung, wenn ich Glück habe, im Wortsinne. Sie sind unverheiratet, haben Sie uns am Anfang der Sendung schon verraten. Und auch schwer vermittelbar, unverheiratet im eigenen Interesse oder im Interesse der Ehefrau. Ja, die Ehefrau, die Ungenannte, die schütze ich damit und mache sie nicht zu meiner Witwe und mache sie nicht unglücklich. Aber ich muss auch sagen, es gibt wirklich eine sehr bewusste Lebensentscheidung für das Single-Leben und für temporäre Verhältnisse oder für lebenslängliche Freundschaften oder Innigkeiten oder Komplizenschaften aller Art. Und ich verstehe ja, dass eine große Menge von Menschen in die immer selbe Lebensform hineinläuft. Aber mir hat sie sich einfach nicht als besonders glücklich herausgestellt. Und ich lebe sehr glücklich, auf die Weise bekennend, alleine zu leben und halt mit Trabanten und Komplizenschaften. Keine Angst, irgendwann einsam zu enden? Da es eh einsam endet, traurig. Und zwar, ob es nun an der Seite einer Person ist oder ohne, man müffelt halt vor sich hin ganz zuletzt und dann kompostiert man. Und das ist eine relativ einsame Tätigkeit. Insofern bin ich also mit dieser Einsamkeit zufrieden. Zerstören Sie ja nicht alle meine Illusionen. Ich sehe da einen Ehering an Ihrem Finger. Ja, also ich weiß, ich wollte vorsichtig sein. Und zu Recht sehen Sie diesen Ring. Ich gratuliere Ihrer Frau, also das war eine gute Wahl. Haben Sie beide getroffen, die Wahl? Wir haben Sie beide getroffen. Dann ist es glücklich. Ich wollte noch über eine spezielle Frau sprechen, nämlich über Yvonne, das war eine der ersten Frauen, mit denen Sie längere Zeit verbracht haben. Zumindest haben Sie sie so in einem Zeitungsartikel genannt, die Frau, mit der Sie Ihre erste selbstständige Urlaubsreise unternommen haben, nach Frankreich. Was war das prägendste Erlebnis auf dieser Reise? Gut, dass Sie es entschlüsselt haben, denn Yvonne hieß die natürlich nicht. Ich muss die ja schützen. Die Reise war, um ganz genau zu sein, ging die über Frankreich nach Sardinien. Und in Sardinien gab es eine Agave. Und unter dieser Agave verlor ich das, was man altmodischerweise die Unschuld nennt. Und ich war damals nicht sehr unschuldig, aber ich war in diesem Augenblick sehr unschuldig und ich denke mit großer Sentimentalität an diese Agave und ihre fleischigen Blüten, die über mir zusammenschlugen, als ich den Himmel erreichte. Nicht alle Reisen sind so romantisch wie die gerade beschriebene. Mittlerweile machen sie überwiegend andere in gefährlichere Gebiete, zum Beispiel nach Afghanistan. Und über diese Reise nach Afghanistan sprechen wir gleich hier in SWR 1 Leute heute mit Roger Willemsen. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute. Roger Willemsen ist zu Gast bei SWR 1 Leute, den wir als Moderator verschiedener Talksendungen aus dem Fernsehen kennen. In den letzten Jahren hat er aber in erster Linie geschrieben, Kolumnen in verschiedenen Zeitungen und diverse Bücher. Im Moment, Roger Willemsen, möchten Sie vor allen Dingen reisen und auf der Bühne stehen. Das ist so das, was Ihr Leben ausmachen soll, haben Sie vor einiger Zeit mal gesagt. Afghanische Reise heißt ein Buch, das Sie im letzten Jahr geschrieben haben. Darin schildern Sie Ihre Erlebnisse aus Afghanistan. Wie sind Ihnen die Menschen dort begegnet? Erstmal sperrangelweit offen in ihrem Interesse, zweitens neugierig, warmherzig, natürlich mit dieser überbordenden Gastfreundschaft, die uns schon fast beschämt und nicht mit jener Abwehr, die die Deutschen sich selber errungen haben im Augenblick, in dem sie halt Flugzeuge dahin geschickt haben, die letztlich in Kriegshandlungen mit eingreifen, wenn auch mittelbar.
Da schließt gleich die nächste Frage an. Halten Sie es für richtig, dass die Bundeswehr in Afghanistan ist? Ich halte den Aufenthalt der Bundeswehr bis jetzt, und zwar so lange, wie sie teilnimmt an einer ISAF-Mission und damit eigentlich humanitäre Arbeit leistet, für richtig. Ich habe das, was ich in Kunduz gesehen habe, im Norden Afghanistans, wo die Deutschen sitzen, auch was ich in Kabul, ich habe da eine Kaserne besucht, gesehen habe, sehr beeindruckend gefunden. Die Deutschen sind sehr gut vorbereitet, aber ich halte jede Verstrickung in Kriegshandlungen für fatal, und ich glaube, dass die Gefährdung der Deutschen, die sie im Augenblick da erleben, auch eine Folge der Tatsache ist, dass sie nicht mehr eindeutig auf der Seite der ISAF stehen alleine. Sie haben dort die islamische Welt erleben können, die viele in Europa als Bedrohung ansehen. Empfinden Sie den Islam nach Ihren Erlebnissen in Afghanistan auch als Gefahr? Denken Sie mal, dass in den 70er Jahren die Menschen nach Afghanistan gekommen sind, weil es ein so unglaublich liberaler Islam war. Der berühmte Hippie Trail, der ist ja gerade deshalb nach Afghanistan gegangen, weil da indische Sikhs und Juden und Muslime alle nebeneinander gelebt haben. Erstmal ist der fundamentalistische Islam natürlich durch die Unterstützung der Amerikaner für die Taliban im Kampf gegen die Russen erst gefördert worden. Das ist das eine, was man sagen muss. Und zweitens ist es so, dass heute nicht die Väter verhindern wollen, dass ihre kleinen Mädchen in die Schulen gehen, weil sie nicht wollen, dass Frauen an der Bildung teilnehmen, sondern weil sie Angst haben, wenn die Schulen weit weg sind, dass die Mädchen 2 Stunden durch Minenfelder laufen müssen und von den traumatisierten Kriegern vergewaltigt werden. In dem Augenblick, wo man Brunnen und Schulen in die Städte bringt, in die kleinen Ortschaften bringt und die Wege kurz sind, da können sie morgens um 5:30 in die Schule gehen und der Klassenraum ist voller Mädchen. Also Sie haben keine Angst vor dem Islam? Hatten Sie trotzdem Angst in Afghanistan vor anderen Geschichten? Ich sag mal, Entführungen zum Beispiel oder auch, was Sie gerade ansprachen, Minenfelder, dass man selbst mal auf so eine Mine drauf tritt? Natürlich. Also Kabul ist eine der vermintesten Großstädte der Erde. Wenn Sie irgendwo am Salang-Pass in 3000 Meter Höhe an den Straßenrand gehen und wollen pinkeln, dann reißt sich jemand zurück und sagt, kontrolliere erst mal, ob du da überhaupt pinkeln darfst. Es werden die geräumten Felder mit weiß gemalten Steinen markiert, die nicht geräumten mit rot gemalten. Dann kommt die Schneeschmelze, plötzlich sind die roten Steine auf den weißen Feldern, die weißen auf den roten. Sie können sich auf nichts verlassen. Natürlich habe ich Personenschutz gehabt und natürlich gab es jemand, der anrief bei den Räubern und gesagt hat, habt ihr vor, den zu entführen? Und dann nehmen wir einen anderen Weg. Also ohne das geht es nicht. Sie sind permanent in Gefahr und es wäre falsch, das zu verschweigen. Ich kann auch niemandem raten, im Augenblick nach Afghanistan zu fahren. Aber anders ist eine solche Reise nicht zu machen. Aber Sie haben die Menschen dort als äußerst positiv kennengelernt, haben das als positives Erlebnis auch abbuchen können. Sehen Sie Hoffnung für das Land? Ich wünschte, ich könnte jetzt rundheraus mit Ja antworten. Die Lage hat sich nicht verbessert, seit ich dort gewesen bin. Und die Tatsache, dass man den Afghanen das Sakrament der westlichen Demokratie gebracht hat und jetzt in der Regierung lauter ehemalige Warlords und Drogenbarone und Taliban sitzen, die fördert nicht gerade die Hoffnung und nicht gerade das Vertrauen in die Demokratie. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute. Roger Willemsen, wann haben Sie das letzte Mal gelogen? Ich glaube, ich habe heute Morgen der Stewardess im Flugzeug gesagt, es habe gut geschmeckt. Und da geht's ja schon los. Ich habe allerdings, als ich Herrn Markwort in der Lounge in München sah, nicht gesagt, dass ich mich freue, ihn zu sehen. Insofern sagen wir mal 50-50. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, die Weltgeschichte der Lüge heißt das Programm, das Sie zusammen mit Dieter Hildebrand auf die Bühne bringen, wo Sie eben genau erklären, wie die Weltgeschichte der Lüge sich entwickelt hat. Im Klappentext steht auch, dass jeder Mensch im Durchschnitt täglich 200 Mal lügt. Wie haben Sie das herausgefunden? Das ist eine statistische Untersuchung, die, glaube ich, die Höflichkeiten, die Schmeicheleien, die lässlichen Lügen, die kosmetischen Lügen mit einbezieht. Das ist grob geschätzt. Bleiben wir kurz bei der Weltgeschichte der Lüge. Was ist die skandalträchtigste Lüge, von der die meisten nichts wissen, die Sie aber aufgedeckt haben in dem Buch? Es gibt schon Lügen, die wir aufgedeckt haben. Also ich habe es mit Traudel Bünger zusammengeschrieben und ich meine, die berühmteste historische wäre wahrscheinlich der Kirchenstaat durch die Pipinische Schenkung, dass der gesamte Kirchenstaat auf eine Lüge geht oder dass Stadturkunden wie die Gründungsurkunde von Hamburg gefälscht sind, dass viele Reliquien gefälscht sind und so weiter. Also in der Kirchengeschichte wird man sehr viel finden, aber man wird auch finden, dass Marco Polo nicht China erreicht hat und man denkt, das ist doch der Erzheilige, der Reisenden, der Routenplaner und der Strickpullis, die um den Hals gelegt werden. Also es gibt in der Historie, unabschließbar, bis zu Barschel, bis zu Clinton, I did not have sexual relations with that woman und so weiter, gibt es viele. Aber es gibt auch einen Fall, wo wir ein Buch aufdecken, das nicht von dem Autor ist, der behauptet es geschrieben zu haben. Es gibt auch journalistische Lügen, die wir aufdecken. Also unser Weltbild wird erschüttert, wenn wir bei Ihnen im Programm sitzen, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, werden wir uns dann ordentlich umdrehen. Sie haben gerade schon angesprochen, Höflichkeit und schmeichelnde Geschichten irgendwie, das sind ja auch Lügen. Wann sind Lügen erlaubt?
Ich glaube, wenn sich das Gegenüber wirklich besser fühlt und Frauen lügen eher so, dann ist manchmal eine Lüge durchaus erlaubt. Die permanente, komplette Wahrhaftigkeit würde die menschliche Kommunikation fast unmöglich machen. Ich hatte mal eine Freundin, die, wenn man sie fragte, wie geht's dir, sagte, das interessiert dich doch gar nicht. Mit der war nicht leicht zu reden. Die Geschichte hat auch nicht lange gedauert. Können Sie denn gut lügen oder gibt's sofort eindeutige Anzeichen, dass man merkt, jetzt lügt der Roger aber? Wenn ich lüge, versuche ich möglichst drastisch zu lügen. Das heißt, ich lüge dann so, dass ich ausschweifend werde, dass ich die Geschichte so gut male, dass jemand sich sagt, das kann nicht gelogen sein. Also zum Beispiel sage ich, wenn ich abends mit einem Veranstalter nicht mehr essen will, dann sage ich, ich muss in New York anrufen, wo eine Freundin sitzt, die hat Liebeskummer. Und wenn ich die jetzt nicht anrufe, dann ist die ihrem Elend überlassen. Dann ist alleine die Zeitverschiebung New York und die Tatsache Liebeskummer, die sofort den weichen Punkt im Herz des Veranstalters trifft, die sind so gut, der fragt nicht mehr nach und der glaubt mir auch. Verraten Sie mir Ihre schlimmste Lüge aus der Vergangenheit? Es gibt Situationen, in denen ich häufiger schwindle als in anderen. In der Liebe zum Beispiel schwindle ich, glaube ich, häufiger. Aber das tue ich einfach, um das Gesamtgefühl zu steigern. Und das finde ich auch in Ordnung. Denn mein Ideal wäre, dass es den Menschen nach der Begegnung mit mir besser geht als vorher. Und das geht manchmal nur mit einem kleinen Maß an Schwindelei. Ich lüge, wenn mir gesagt wird, erinnern Sie sich an mich? Und ja, sage ich, ich erinnere mich. Und ich und Sie haben und so. Aber ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie da besonders drastisch wäre. Und vor allen Dingen muss ich sagen, dass aus dem Gegenteil kann man genauso viel Reiz ziehen. Man kann auch zwei Perioden einfach überspringen und einer Person sehr nahe kommen, indem man plötzlich sehr ehrlich ist und damit den Diskurs vollkommen wechselt. Also da ist alles erlaubt. Sie sind vielen Personen ziemlich nahe gekommen in Ihren über 2000 Interviews. Ich möchte noch eine Interviewsituation aufgreifen aus Ihrem Leben als Fernsehmoderator, nämlich eine ehrliche Aussage von Madonna. Warum habe ich das Gefühl, mit meinem Psychiater zu sprechen? Hat sie im Interview mit Ihnen gesagt. Wie haben Sie reagiert? Ja, wir mochten uns beide nicht. Und das war, glaube ich, auch tief verankert. Und ganz am Anfang, ich sage, Sie sind wahrscheinlich die berühmteste Frau der Welt. Was würden Sie für sich als Verdienst in Anspruch nehmen? Sie sagt, ich habe die Sexualität befreit. Daraufhin sage ich, haben Sie auch eine Botschaft für Impotente? Und sie guckt mich fassungslos an und sagt, Impotence, how do you mean? Und musste sich irgendwie da rausbaldowern und sagt dann, warum habe ich das Gefühl, meinem Psychiater gegenüber zu sitzen? Und ich sage, vielleicht liegt es daran, dass meine Fragen europäisch sind. Und sie sagt, ach ja, stimmt, meine Psychiaterin ist auch Argentinierin. Und das war, bevor sie Evita gedreht hatte. Aber ich schwöre Ihnen, wir haben das in der Redaktion immer wieder zurückgeschwunden. Das hat sie nicht gesagt. Doch, sie hat das gesagt. Dann hören wir sie lieber nicht sprechen, sondern singen. Hier ist Madonna mit True Blue in SWR1 Leute, heute mit Roger Willemsen. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute. Der Grimme-Preisträger, Moderator und Schriftsteller Roger Willemsen ist heute zu Gast bei SWR1 Leute. Den Grimme-Preis hat er für seine Talksendung 0137 bei Premiere Mitte der 90er Jahre bekommen. Folgesendungen waren dann zum Beispiel Willemsens Woche im ZDF oder auch Willemsens Zeitgenossen. Insgesamt haben sie über 2000 Menschen im Laufe ihrer Karriere interviewt, darunter zum Beispiel Yasser Arafat, den Dalai Lama, Audrey Hepburn, aber auch weniger prominente Gäste wie einen entflohenen Bankräuber oder einen Kannibalen. Wann ist für Sie ein Interviewpartner ein guter Gast, der es wert ist, interviewt zu werden? Zunächst mal ist er häufig dann gut, wenn er etwas mitbringt in die Sendung. Das heißt, die Bereitschaft, etwas zu sagen, sich zu öffnen. Am schlimmsten sind Schauspieler, die immer ein Bild abgeben wollen und sich dann verschränken. Ich glaube, da wissen wir, wovon wir reden. Gut ist ein Interview dann, wenn es viele Farben hat. Und gerade wenn es so eine Vielfelderwirtschaft ist, wenn jemand empört, erregt, belustigt, amüsiert, alles durcheinander ist, verlegen, wenn er Worte sucht, wenn er nicht digital spricht, in Ja-Nein-Impulsen und wenn nicht alles abgesprochen ist, sondern man wirklich sieht, der fabriziert gerade, dem fällt gerade nichts ein. Das habe ich immer gerne gesehen und das habe ich deshalb in Interviews auch gerne gepflegt. Was ist Ihr eigener Anspruch ans Interview? Präzision erstmal und dann, glaube ich, Stimmungsvielfalt. Und ich hätte gerne, dass das Gespräch im besten Falle wirklich ein gutes Stück Kommunikation ist. Dass Leute draußen sagen, ich hätte gerne, dass man mal so mit mir redet. Und zwar nicht, was meine Arbeit angeht, sondern sie unter sich. Also, dass sie einfach wissen, präzise Kommunikation ist schon glücklich. Und es lohnt sich dafür, einige Verbiegungen und Verrenkungen zu machen und einige Konzentration drauf zu verwenden. Um sich auf die Gäste vorzubereiten, kann man
unglaublich viele Unterlagen wälzen oder auch Vorgespräche führen. Vorgespräche haben Sie immer abgelehnt. Warum? Weil ich fand, dass die erste und frische Begegnung mit einem Gegenüber wirklich dem Gespräch etwas gibt. Stellen Sie sich vor, ich habe eine französische Schauspielerin, Emmanuelle Béart oder Béatrice Dalle, und ich fange an, wirklich mit meiner Pfadfinder-Ausstrahlung, mit der irgendeine Form von Zweideutigkeit einzuleiten. Und dann sieht man, wie die Frau vollkommen immun ist gegen mich und ich an der abtropfe. Und dann finde ich das so rasant, das anzusehen. Und wenn dann Leute sagen, musst ja furchtbar gelitten haben, dann sage ich, nein, ich habe es geliebt, ich habe es genossen, weil ich einfach die Situation, in die Verlegenheit reinzuschippern und den Menschen zu sagen, schaut mal, wie peinlich das gerade wird, die habe ich manchmal genauso schön gefunden wie das gelungene Gespräch, was am Ende mit einer Umarmung endet. Also das darf nicht immer dieselben Farben haben, sonst wird man Beckmann. Sie haben sich an Ihren Interviewpartnern abgekämpft, haben Sie gerade selbst gesagt. Sie haben häufig mit den Interviewpartnern auch geflirtet. Das wurde Ihnen manchmal auch vorgeworfen. Generell hieß es aber, die Fragetechnik ist einzigartig. Dafür wurden Sie sehr gelobt und haben dadurch auch aus den Interviewpartnern mehr rausgelockt als vielleicht manch anderer Moderator. Welche Fragen sind bei Ihnen tabu? Bei mir ist eigentlich nie das Was tabu, sondern das Wie tabu. Also ich finde grundsätzlich, dass man nach den meisten Dingen fragen darf, aber nicht mal ebenso über den Tisch, glauben Sie an Gott, sondern es muss wirklich sehr präzise herausgearbeitet werden, was ich meine, und ich muss auch erahnen können, ob eine Person bereit ist, mit mir über Tod und Gott und Sterben zu reden. Ich finde nicht grundsätzlich, dass das Erotische das Verbotenste ist, aber dass es verboten ist, auf eine plakative, kartoffeldruckartige Weise zu machen, das habe ich immer abgelehnt. 2000 Gäste haben Sie gehabt. Sind richtige Freundschaften entstanden? Es sind ein paar Freundschaften entstanden, ja, und auch ein paar belastbare. Also natürlich war Michel Petrucciani, der Pianist, der in unserer Sendung auftrat, der engste Freund, den mir diese Sendung überhaupt vermacht hat. Und es hat auch danach noch zu vielen Beziehungen gegeben, also selbst Mila Jovovich oder so ganz eigenartige, Roberto Benigni, dann habe ich noch eine Zeit lang auch Kontakt gehabt zu Charlotte Rampling oder so, das ist erstaunlich. Die bleiben fast willkürlich an einem hängen. Herbie Hancock zum Beispiel, der Jazzpianist, die schon, aber in der Regel sind es nicht die Prominenten, die besten Freundschaften anbieten. Ist Herbert Grönemeyer auch so ein Fall, mit dem Sie befreundet sind? Er hat Sie dann ja gebeten, den Nachruf für seine Frau Anna im Spiegel zu schreiben. Das ist wirklich ein Freund geworden. Und ich weiß gar nicht, ob das im Fernsehen begonnen hat, aber das ist über einige Abgründe hinweg, des literarischen Geschmacks, des musikalischen Geschmacks, glaube ich, sind wir weltanschaulich so verbunden, dass man sagen kann, wir sind Freunde. Das sind wir tatsächlich. Und deswegen haben Sie auch im Spiegel den Nachruf für seine verstorbene Frau Anna geschrieben. Den musikalischen Nachruf hat Herbert Grönemeyer selbst komponiert und getextet, und der heißt Der Weg. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute. SWR1 Leute, heute mit Roger Willemsen, der sich als Journalist und Schriftsteller auch aktiv für Frieden und Menschenrechte einsetzt, denn er ist auch Botschafter von Amnesty International. Und Roger Willemsen, Sie machen sich jetzt unter anderem für die Rechte der Gefangenen in Guantanamo stark. Was glauben Sie, wie viele der Inhaftierten in Guantanamo sind tatsächlich als Terroristen einzustufen? Wenn Sie bedenken, dass über 900 Häftlinge da mal inhaftiert gewesen sind und dass inzwischen über 400 als schuldlos entlassen worden sind, ist das eine blamable Bilanz, wenn man sagt, man hat denen die persönlichen Rechte aberkannt. Wenn man dazu nimmt, dass überhaupt nur 12% aller Häftlinge dort von den Amerikanern selber inhaftiert worden sind, die restlichen sind von Kopfgeldjägern ausgeliefert worden, dann sind Zweifel daran angemessen zu fragen, glauben die Amerikaner selber, dass dort gefährliche Leute sitzen? Und lassen Sie mich das noch sagen, 12 tatsächlich der Al-Qaida zugeordnete Terroristen sind in das Lager erst vor ein paar Monaten hineingebracht worden. Also wenn man jetzt hört plötzlich, es gäbe dort Prozesse, es gäbe doch Leute, dann muss man immer dazu sagen, später hingebracht worden, nicht in Guantanamo gefunden worden. Hier spricht Guantanamo, heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. In diesem Buch haben Sie Interviews mit 4, 5 Häftlingen abgedruckt, und im Vorwort schreiben Sie, dass keiner der in Guantanamo Inhaftierten bislang verurteilt worden ist. Also es ist bei keinem nachgewiesen, dass er im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September steht. Warum, glauben Sie, nimmt der Rest der Welt diese Tatsache hin, dass da in Guantanamo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, einfach so hin? Ja, die Frage ist gut und wahrscheinlich sehr schwer zu beantworten. Ich glaube natürlich, dass sie mit dem Staat zusammenhängt, der dieses Lager eingerichtet hat. Das wäre, wenn es Burma wäre, sicherlich anders. Es wäre übrigens auch vollkommen anders, wenn es ein islamisches Lager wäre, in dem Amerikaner säßen. Ich weiß nicht, was dann wäre und in welchem Kriegszustand wir uns dann befinden würden. Aber man muss sagen, das ist das Fatale an einer medial so durchsichtigen Welt, in der wir leben. Dieses Lager kann endlos weiter existieren. Wir werden endlos weiter dagegen schreiben. Wir werden irgendwann sagen,
sagen, das Thema ist doch wirklich durch. Und es wird in diesem Augenblick, während wir hier sitzen, wird da gefoltert. Es gibt Hungerstreiks, von denen wir nicht erfahren. Es gibt Selbstmordversuche. Es gibt auch geglückte Selbstmorde, die dort stattfinden. Es gibt zwei weitere Lager in Bagram und in Kandahar in Afghanistan, die überhaupt nicht besser sind als die, sondern schlimmer. Zwei der Häftlinge haben mir gesagt, sie hätten die deutsche Fahne vor ihrem Lager gesehen. Ich weiß nicht, warum da eine deutsche Fahne ist. Zwei haben mir gesagt, sie seien von deutschen Soldaten verhört worden. Ich habe noch keinen Journalisten gefunden, der sich auf die Spur dieser Frage gesetzt hat. Wie kommen die dazu? Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt kein Detail in diesem Buch, das bisher durch Recherchen falsifiziert worden wäre. Also Amnesty, alle journalistischen Recherchen zu diesem Buch bestätigen exakt, was dort steht. Ein Detail, was Sie auch beschreiben, ist, dass es dort vorbeugende Folter gibt. Ja. Also es wird gewissermaßen gefoltert, schon bevor es überhaupt ein Verhör gegeben hat. Ich habe das kaum glauben können, dass ein Mann mit zwei durchschossenen Beinen auf dem Rücken über einen Betonplatz geschleift worden ist, auf dem Weg zum Lager. Und ich habe diesen Mann, der Russe war, fassungslos angeguckt. Er interpretierte mein Gesicht als Zweifel, hob sein Hemd hoch, drehte mir den Rücken zu und die Haut war verschmolzen von dem Halswirbel an bis zum Beckenwirbel. Sie können sich daran vorstellen, wie im Grunde genommen, bevor der das Lager überhaupt erreicht hatte, wie Gewalt dort ausgeübt wird. Von einigen Seiten wird Ihnen jetzt quasi reflexartig vorgeworfen, Sie könnten ja nicht für die Glaubwürdigkeit der Gesprächspartner garantieren. Können Sie das? Das ist insofern ist die Unterstellung absurd, weil man sagen muss, zunächst mal wieder entspricht es unserem Rechtsverständnis, dass egal, ob die schuldig sind oder nicht, sie müssen gehört werden. Noch dazu muss man sagen, nicht ich habe gesagt, die sind unschuldig, die Amerikaner haben es gesagt. Mit großem Ausrufungszeichen sei es gesagt. Die Amerikaner haben gesagt, wir entlassen die, weil sie unschuldig sind. Also ist es einigermaßen absurd, wenn jetzt Zeitungen oder Journalisten kommen und sagen, ich hätte die Unschuld nachweisen müssen. Alles, was ich machen kann, ist die Recherche so gut wie möglich zu treiben. Aber die Frage nach der Schuld ist irrelevant. Diese Unschuldigen, die als unschuldig entlassen wurden, sind dann aber wie Gefangene zurück in ihre Heimat gebracht worden. Gefesselt, am Boden, mit Händen und Füßen gefesselt. Wenn Sie sowas erfahren, haben Sie Möglichkeiten? Versuchen Sie gegen so etwas, irgendetwas zu unternehmen? Wissen Sie, alles, was ich kann, ist Bewusstsein bilden. Und zwar in dieser ganz kleinen Form, die so ein Buch macht. Ich wundere mich, dass keine große deutsche Zeitung solche Interviews geführt hat. Denn ich dächte mir, dass man so wie in England zum Beispiel, wo es viele Interviews mit ehemaligen Gefangenen gegeben hat, schon den Deutschen zumuten kann, sich selber ein Bild zu machen nach dem, was die Häftlinge zu sagen haben. Das steht ihnen zu. Das entspricht unserem Rechtsverständnis. Alles, was ich machen kann, ist, dieses Material zur Verfügung zu stellen. Was damit passiert, das entzieht sich meiner Kontrolle. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute. Roger Willemsen ist zu Gast bei SWR1 Leute und ganz am Anfang der Sendung habe ich ihn bereits zitiert mit den Worten: Glück ist auch das Entdecken des guten Satzes. Ich liebe gute Sätze. Dann versuche ich jetzt mal, Sie glücklich zu machen, Herr Willemsen, mit einer asiatischen Weisheit, die ich vor kurzem gelesen habe. Im Beet des Erfolges blüht die Verwegenheit. Hey, natürlich, ich bin glücklich. Was ist für Sie Erfolg? Erfolg besteht erstmal in der Möglichkeit, die Menschen zu erreichen, die ich gerne erreichen möchte. Der Erfolg besteht darin, ein Gegenüber zu haben. Jemand, der zuhört und jemand, der sich mitbewegen lässt. Wann werden Sie verwegen? Meine Verwegenheit bezieht sich wirklich auf moralische Fragen und so altmodisch das ist, muss ich sagen, humanitäre Fragen gehören dazu. Es gibt irgendwie für mich eine klare Entscheidung für das, was ich gerne fortgesetzt auf der Welt haben möchte und das, was ich nicht tolerieren kann. Und die Rolle des öffentlich Arbeitenden, der vor allen Dingen am Bewusstsein arbeitet, das tun alle, die schreiben und lesen, muss einfach sein, dem, was ich für richtig erkannt habe, größtmögliche Wirkung zu verschaffen. Und das ist ein Auftrag, den kann man aus Büchern ziehen, den kann man aus dem eigenen Schreiben ziehen. Täte man das nicht, zöge man sich wirklich in diesen Elfenbeinturm zurück, von dem immer geredet wird. Wo Ihre Toleranz aufhört, haben wir heute im Laufe der Sendung schon erfahren können. Können Sie mir jetzt den besten Satz, den Sie kennen, offenbaren? Ich könnte Ihnen zum Beispiel sagen, dass der glücklichste Satz der Literaturgeschichte, glaube ich, der eines Beamten aus dem Flottenministerium Englands gewesen ist, aus dem 17. Jahrhundert, einem Mann namens Samuel Pepys, geschrieben Pepys, der gesagt hat, stieg abends in meine Kutsche. Nahm meine Geliebte auf den Schoß, spielte mit ihren Brüsten und sang. Ich glaube, glücklicher kommt's nicht mehr. Das ist es. Wenn Sie versuchen, mit irgendetwas sonst Glück zu haben, vergessen Sie es. Das ist es. Nacht, Geliebte, Brüste, singen. Mehr geht nicht. Und die Kutsche dazu, also ich weiß nicht, das ist es. Aber ganz ernst, Brehms Tierleben zum Beispiel hat wunderbare Sätze und ich kann mich berauschen an einem Satz wie »Der erste Eindruck, den das Walross« auf den Betrachter macht,
ist kein günstiger. Und ich finde einfach, das sind gut gebaute Sätze. Ja, und der stimmt hundertprozentig. Ja. Welcher Satz sollte über Sie in der Zeitung stehen? Hängt ihn höher. Gut, bleiben wir beim Hängen. Welcher Satz sollte auf Ihrem Grabstein stehen? Jetzt ist er endlich still. Okay, lassen wir mal so stehen. Weil wir beim Thema Grabstein jetzt waren, also quasi beim Lebensende, drei Dinge sollte ein Mann in seinem Leben machen. Haus bauen, Baum pflanzen, Kind zeugen. Was haben Sie schon erreicht? Ich habe viele Bäume gepflanzt, das kann ich sagen. Ich habe kein Haus gebaut, sondern bewohne die von anderen gebauten. Habe Bücher geschrieben und das ist, glaube ich, ein Surrogat für Autos, Kinder und so weiter. Aber leibhaftige Kinder, eigene Kinder haben Sie nicht? Nein, habe ich nicht. Eine bewusste Entscheidung, sagen, dass lieber die Bücher als die Kinder? Es wäre sehr schwer, es ernst zu nehmen mit den Kindern und dieses Leben zu führen, was ich führe. Und da ich das nicht kann, muss ich sagen, ich habe auch da ungeborenen Kindern viel Kummer erspart. Ich glaube, ich wäre mit diesem Leben, was ich habe, kein guter Vater. Und insofern ist die Entscheidung richtig, kinderlos zu bleiben. Reicht es Ihnen, Ihren Lesern von Ihren Erfahrungen zu berichten und nicht Ihren Kindern? Ja, ich verstehe Ihre Frage und das kann einen auch sentimental machen, das gebe ich sofort zu. Aber ich muss mich damit abfinden, dass das für mich die richtigere Entscheidung gewesen ist. Ist ganz bestimmt eine Entscheidung zwischen zwei Übeln, aber ich habe mich für dieses entschieden. Wir sind am Ende von SWR1 Leute und am Ende gibt es immer ein kleines Geschenk. Oh, ich freue mich jetzt schon. Da Sie ja die Sprache lieben und die Worte lieben, können Sie ab jetzt auch Ihre eigenen Worte entwickeln. Loriot zum Beispiel, ich hole schon mal das Geschenk, hat bei diesem Spiel das grandiose Wort Schwanzhund entwickelt. Ah, wie schön. Ja. Und ich besitze es nicht mehr. Also, vielen Dank. Insofern bin ich gespannt, welche Worte jetzt in Ihrem Geiste sich noch entfalten und dann vielleicht auch bei Scrabble einzuführen. Jedes Wort zählt. Genau. Zum Beispiel könnte ich gut erektiles Begattungszäpfchen bilden. Und ich weiß nicht, wie viele Punkte das gibt, aber viele. Unglaublich viele. Ja. Viele Punkte haben Sie heute auch hier bei SWR1 Leute gemacht. Ich danke für den Besuch und wünsche alles Gute für die Zukunft. Robert, vielen Dank. Alles Gute, Herr Hübschen. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.